Herzlich willkommen zur neuen Folge Hardboiled Chicken oder Rocket Birds Hardboiled Chicken, so. Jetzt werden wir erstmal den Kommandanten da vorne platt machen. Und das machen wir, indem wir hier gleich runterspringen. Na komm, beide. Das gibt es nicht. Jo, Munition wird knapp. Haben wir nicht die blaue Karte? Ah, die rote haben wir. Selbstzerstörung. Da ist der Exit. Nein, da ist der Exit. Ich will den Exit drücken. Jawohl. Das gibt es doch nicht, wir wären fast nicht aus dem Ding rausgekommen hier. Ach du Scheiße, haben wir viel Leben, doch. So, da tauchen wir wieder ab in die Wolkendecke. So, jetzt wollen wir mal gucken. Hier ging das lang, ne? Dann ging das hier. Wie ging das denn hier? Da. So, und jetzt rüber. Zack. Jawohl. Nee, warte mal, wir haben doch kein Leben, ne? Oder brauchen wir Leben? Ja. Wir brauchen Leben und Munition. Und das haben wir... Bitte sag nicht, dass die Aufnahme abgeschmiert. Ich guck mal kurz nach. Zum Glück ist die Aufnahme nicht abgeschmiert. Hatte ich nochmal Glück gehabt. Aha, guck mal da oben. Den dicken. Aua. So, guck mal, da unten ist Munition. Wenn wir den Typen da irgendwie wegkriegen. So zum Beispiel. So, jetzt hoch hier. Aua. Den haben wir dann auch. Hier unten ist noch Munition und Leben. Na, komm. Du sollst hier hoch, Dickerchen. Geht doch. So, wenn der jetzt hier lang kommt wieder, dann haben wir ihn. So wie den anderen Typen. So, hoch hier. Die blaue Chipkarte brauchen wir. Jetzt kriegen wir hier zu irgendwas keinen Zutritt. Schön dunkel, dass hier drin ist. Aber man kommt natürlich hier noch relativ leicht durch. Ah, die grüne fehlt uns. Das heißt, die grüne kriegen wir oben. Und die blaue brauchen wir dann da hinten irgendwo. Oder jetzt, um die grüne zu holen. Ich weiß es nicht. Halt, hier muss... Naja, egal. Jawohl, sind wir nicht gut. Hier müssen wir rein. Das gefällt mir. Das ist genau mein Kaliber. Thank you.
Ja, aber dich fragt hier leider keiner. Der beschwert sich immer noch. Hardboiled ist also das Huhn, das die Seiten gewechselt hat. Jawohl, Schrotflinte knallt schon, aber leider hat die nicht so die Reichweite. Ist schade. Nein, nein, nein. Komm noch mal ganz ruhig jetzt. Wir nehmen weiterhin die Uzi, würde ich jetzt so sagen, weil die hat einfach die Reichweite. Macht zwar nicht den Schaden, die die Schrotflinte macht, aber Reichweite ist halt auch wichtig. So, wollen wir mal gucken. Wenn ihr alle in einer Ecke sitzen würdet, wäre das ja schon ein bisschen angenehmer hier. Ja, da rollen wir erstmal ein bisschen zurück hier. Oh, 158. Gott. Das sind ganz schön viele, die sie geklont haben. Also, so viel Klone, wie die gemacht haben, das ist eine ganz schöne Zahl. Das ist eine grüne Karte. Mal gucken, ob wir die Shotgun jetzt gebrauchen können. Ich glaube nicht, dass die für da oben war. Ich glaube eher, dass die für hier ist. Ah, okay, das bringt uns nichts. Mal gucken. Perfekt. Ja, das ist ja toll. Wir haben uns selber eingebuchtet. Irgendwie. Albatropolis heißt es doch. Hardboiled Huhn. Da ist Hardboiled Chicken. Der schwarze Stern, der erinnert mich an irgendwas anderes, so ein bisschen. Er hat den weißen Stern. Warnung, 10.000 Volt. Jawohl. Gucken wir uns denn da jetzt an? Die Geschichte, wie Hardboiled entstanden ist oder wie nahe gekocht wird? Ah, wie Hardboiled Hardboiled geworden ist wahrscheinlich. Oder die haben
einfach nur Foltermethoden. Ich weiß es ja nicht. Auch alles Hühner. Okay, Flucht. Das hört sich gut an. Kontrollkäfer. Geil. Wie kann ich denn hier hochwerfen? Kann ich ihn auch kontrollieren? Mal jetzt eine gute Frage hier. Funktioniert das? Nee. Vielleicht hier irgendwo? Alles klar, wir kontrollieren ihn. Kapitel 5, ein gefangener Geist. Oh, wir sind schon im Kapitel 5 von 15. Hi. Ja, so ein bisschen. Das weiß ich nicht mehr so genau, ob ich nach altem Kohl stink. Aber ich weiß, dass ich die Kiste hier wegbringen muss. Falsche Seite. Toll, hat super funktioniert bis jetzt. Zack. Nee, warte mal, hier war noch eine Chipkarte oben gewesen, ne? Ja. Aber die kann ich nicht nehmen, die kann nur Hardboiled nehmen. Also, ich kann die als Pinguin nicht nehmen, so. Kontrollkäfer. Die Frage ist, wie er die kontrolliert. So, wollen wir mal gucken. Moin. Moin. Hardboiled Pinguin. Alles klar, wir können die selber. Okay, wir müssen seinen Bruder treffen, das heißt, wir müssen an den ganzen Pinguin vorbei und wahrscheinlich die Schlüsselkarte holen. Oh Gott, das wird alles ein bisschen kompliziert. Aber ob wir den Ausbruch hier schaffen oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Hardboiled Chicken. Bis dahin, euer Polygaming, haut rein.